Den klassischen Adventskranz, den kennt ihr aus der Kirche oder aus dem Privaten. Den zum Hängen, diesen üppigen, großen, mit dicken, breiten Bändern. Ich habe heute für euch eine puristischere Variante vorbereitet. Und zwar ganz im Trend mit Eukalyptus und diesen Tannenbaumkerzen. Und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Wir fangen mit der Aufhängung an. Die ist exakt wie bei den großen Adventskränzen. Dafür nehme ich hier diesen Wickeldraht, um damit das Band zu unterstützen, das wir hinterher zum Dekorieren nehmen. Einfach aus Sicherheitsgründen, damit er auch wirklich oben bleibt. Bitte ganz eng verzwirbeln. Dann geht es einmal rüber auf die andere Seite, also die Höhe genauso, wie ihr die braucht. Schauen, dass es wirklich gerade ist, also dass es dann waage ist. Das ist ein bisschen frickelig. Ne, seid da wirklich gnädig mit euch, dass es vielleicht nochmal abmacht und nochmal ausrichtet, bis der Kranz ganz gerade ist. Aber es ist halt eben auch wichtig, damit die Kerzen hinterher nicht extrem tropfen anfangen. Jetzt verzwirbeln wir oben die Drähte. Dann habt ihr eine Schlaufe, um den Kranz aufzuhängen. Und da führen wir gleich auch unser Schmuckband durch. Jetzt machen wir den Eukalyptus unten rum. Da habe ich hier diesen grünen Myrtendraht. Da habe ich mir kleine Abschnitte gemacht. Und damit fixiere ich jetzt den Eukalyptus an dem Kranz. Das ist ein Eukalyptus, der ist nicht nur getrocknet, sondern der ist behandelt. Und der hat den Vorteil, dass der so weich bleibt. Das heißt, es trocknet nicht ein. Das könnt ihr natürlich auch Weihnachten mit Tannengrün machen. Ihr habt vielleicht im Garten eine Konifere oder einen Wacholder. Da könnt ihr genauso so schöne dünne Zweige für nehmen, um das drumherum zu legen. Haben wir die Basis für unseren Kranz eigentlich schon fertig. Ja, also wie üppig das sein soll vom Grün her, das dürft ihr selber entscheiden. Den hängen wir jetzt auf, weil die nächsten Arbeitsschritte lassen sich im Hängen wesentlich besser zeigen. Ich habe jetzt die Tannenbaumkerzen rausgesucht. Ihr könnt das auch mit solchen schönen kurzen Stabkerzen machen. Das Schmuckband messen wir uns jetzt einmal ab, wie viel ihr hier nach unten hängen haben wollt. Einmal rüber auf die andere Seite und das Ganze nehmen wir als Maß auch für das zweite Band, was wir noch brauchen. Und die beiden Bänder ziehen wir jetzt hier oben durch diese Öse, die wir uns eben so zusammengedreht haben. Jetzt machen wir die kleinen Schleifen, die wir hier unten an diese Haltepunkte mit dran setzen und wo wir alles auch nochmal miteinander fixieren. Ihr nehmt das Band in die Hand, rafft das zwischen den Fingern, dann von hinten dagegen lehnen, dann hat man die erste Schlaufe. Und dann holen wir das von hinten nach vorne, einmal rum und unter den Finger legen. Da habe ich jetzt eine Kordel noch dazu passend ausgesucht. Damit binden wir jetzt unsere Schleife zusammen und fixieren die mit der Kordel an unseren Kranz. Die Bändel lasst ihr noch hängen, da machen wir gleich unten noch solche kleinen Eukalyptussträußchen dran. Ihr könnt natürlich auch da kleine Sternchen dranhängen oder was ihr alles an Schmuck vielleicht schön findet, was ihr passend zu eurem Design findet. Und leider gibt es ja kein Geruchsfernsehen, aber der Eukalyptus riecht so schön und das passt, finde ich, ganz toll in die Adventszeit. Mein Tipp für euch noch ist, passt bitte auf, wo ihr den Kranz hinhängt. So eine Kerze kann natürlich mal tropfen und wenn da drunter ein empfindlicher Teppich oder ein Weichholzschrank ist, ist das nicht gut dafür. Also passt ein bisschen auf oder legt euch irgendwas darunter, eine Tortenplatte oder ähnliches, damit ihr das verhindert.